Jede Menge Euphorie ist kurz vor Beginn des Hartkirchner-Jedermann-Triathlons spürbar. Auch bei diesen beiden Sportlerinnen, Sophie Amesberger und Corinna Kolbinger, zwei aufstrebende Triathletinnen. Ich bin ja schwimmtechnisch definitiv überlegen. Sie ist vom Radfahren definitiv stärker. Also wir werden es uns beim Laufen ausmachen. Wobei man sagen muss, wir sind sehr gut befreundet. Also wird es auch Spaß sein. Ich vergunne einen Sieg. Und wenn ich selber gewinne, freut es mich auch. Der Start erfolgt am Badesee in Feldkirchen. Nach der Schwimmdistanz geht's mit dem Rad zur Wechselzone nach Hartkirchen. Für einen reibungslosen Ablauf, vor allem bei heißen Temperaturen, müssen alle gut zusammenarbeiten. An dem Tag ist dann extrem wichtig, dass alle Vereine am Punkt da sind, also angefangen von der Feuerwehr über Polizei, Wasserrettung, Skiclub für die Wechselzonen und eben dann Judo-Verein auch für das ganze Stoppen. Insgesamt 255 Teilnehmer sind bei der 18. Auflage des Jedermann-Triathlons dabei gewesen. Darunter Anfänger und Hobbysportler, aber auch Europacup- und Ironman-Starter. Zum 16. Mal bin ich jetzt da dabei in Hartkirchen, das war der erste Hartkirchner Triathlon. Dann war ich natürlich immer dabei und habe mich dann hochgearbeitet bis zum Ironman vom Hartkirchner Triathlon weg. Wir haben die jüngste Starterin auf einer Staffel, die ist heuer im April 5 geworden und hat das aber wirklich durchbissen in knapp einer Stunde und war eine super Sache und so. Der Öderste ist mittlerweile 1954 geboren. Zwar übernimmt Sophie Amesberger bei den Damen anfangs die Führung, schlussendlich kann sich aber Corinna Kolbinger bei der Rad- und dann auch auf der Laufstrecke durchsetzen. Sie gewinnt über die lange Distanz. Ich habe Sophie nach 20 Minuten am Radl am Berg dann einholen können und hinter mir lassen können. Und beim Laufen hat sich glaube ich wieder einiges aufgeholt, also es war dann eher ein knappes Rennen zum Schluss. Bei den Herren ist Maximilian Hauke mit einer Zeit von 1 Stunde und 22 Minuten als Erster im Ziel. Die Temperatur war sehr heiß, es hat das Ganze ein bisschen anstrengender gemacht, aber die Strecke war sehr schön. Schwimmen am Bodensee, das hat auch irgendwas in Feldkirchen und die Stimmung, wenn man dann da in die Wechselzone gekommen ist, das war einfach richtig lustig und hat sehr viel Spaß gemacht. Top-Leistungen also beim Hartkirchner Jedermann-Triathlon und eine große Portion Begeisterung für die Sportart mit den drei Disziplinen.